H. Hödecke ist ein widerspenstiger Geist. Anfang der 1960er Jahre bricht er auf, um die Malerei zu revolutionieren. Die Abstraktion, die damals an den Akademien gelehrt wird, aber auch fein gemalte Bilder in Öl, das ist ihm zu miefig. Er setzt an zum Befreiungsschlag. Mit Farbe aus dem Baumarkt macht er die Leinwand zu seinem Schlachtfeld. Ich suchte eine Farbe, die das macht, was ich will. Und nicht Ölfarbe, ja, aus der Tube drücken auf eine Palette und dann die Farbe dann da rüberschleppen und dann da festkleben. Und dann wieder zurückgehen und gucken und dann wieder hier auf der Palette. Ist nicht mein Naturell und wäre ich vermutlich nie zum Maler geworden. Die Retrospektive in der Berlinischen Galerie zeigt, wie vielfältig sein Werk ist, wie er alles in Frage stellt, im Versuch, hinter die Oberfläche zu blicken. Der 75-Jährige fordert den Betrachter heraus und tut das mit klugem Witz und Hintersinn. Jäger und Gejagte im deutschen Wald heißt dieses Bild. Wenn man Wald darstellen will, dann ist das aktuell mit Form einer Tarnplane. Sehr schön da oben wird eine echte Eiche durch eine Tarnplane getarnt. Ja, so also landschaftlich. Eine meiner größeren Landschaften. Seine Landschaft, das ist vor allem die Architektur der Großstadt Berlin, die noch die Narben des Zweiten Weltkrieges trägt. Gebäude am Rande der Mauer, die die Stadt jahrzehntelang teilt. Nicht, dass ich mir irgendwann mal als Motiv etwas gesucht hätte, was weit weg gewesen wäre. Nein, es ist wie Stillleben. Ja, das Brot, das Messer, der Apfel, der Quark. Nein, und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das, was ist denn von dem Brandenburger Tor noch übrig? Also ich sehe da weitgehend schwarz. Sein Atelier, das er vor 40 Jahren mietet, liegt damals direkt an der Mauer, auf der Westseite. Und er kann von seinem Turm aus, wie er sagt, weit über die Grenze hinausblicken. Hier entstehen die meisten seiner Werke. Heute teilt er sich das Atelier mit seinem Sohn, einem Bildhauer. Jahrzehntelang lehrt K.H. Hödecke als Professor an einer der Berliner Kunsthochschulen und beeinflusst seine Schüler nicht nur mit seinem Malstil, sondern auch mit seinem Anspruch, kompromisslos den eigenen Weg zu suchen. Seine Frau Elvira ist seine Stütze und bleibt doch gern im Hintergrund. Das Teleskop stammt noch aus der Zeit, als er hier als Beobachter seine Motive fand. Heute ist die Sicht komplett verbaut. Und die Welt, wie sie vor dem Mauerfall war, ist nur noch auf seinen Bildern lebendig. Mit Werken aus den 1990er Jahren endet die Retrospektive in der Berlinischen Galerie. K.H. Hödecke ist vor Jahrzehnten angetreten, um die Malerei zu revolutionieren. Auf die Frage, ob es ihm gelungen sei, mag er nicht antworten. Es gibt ja Leute, die behaupten, Bilder lügen, stimmt aber nicht. Bilder sind so, wie sie sind. Und gelogen wird dann hinterher. K.H. Hödecke vertraut auf die Macht seiner Bilder, mit denen er die deutsche Gegenwartskunst wesentlich beeinflusst hat.